Jesus kommt wieder. Sind Sie bereit? Darum soll es heute gehen. Jesus Christus wird wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit. Die Frage ist, sind wir darauf vorbereitet? Heute dreht sich ja ganz viel um den Klimawandel. Die Menschen haben Angst davor, dass die Polkappen schmelzen, dass die globale Erwärmung zu einem Massensterben in Fauna und Flora führen wird. Ich denke da an die Wutrede, die Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen gehalten hat. Dort hat sie gesagt, wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von einem für immer anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum. Wie könnt ihr es wagen? Und wenn man sich in der jungen Generation umhört, dann ist da tatsächlich eine große Angst davor, dass wir vor einem schrecklichen Szenario stehen, dass die Welt förmlich im Klimawandel, in der Klimaerhitzung untergehen wird und es keine Zukunft mehr für Fauna und Flora, für die Tierwelt und die Menschenwelt geben wird. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann werden wir feststellen, dass wir eine ganz andere Sicht für die Zukunft bekommen. Die großen drängenden Fragen der Zukunft sind nicht die Fragen nach einer gewaltigen globalen Umweltkrise, sondern die eigentliche Krise, auf die die Menschheit zusteuert, ist, dass der Sohn des lebendigen Gottes mit Macht und Herrlichkeit in diese Weltgeschichte einbrechen wird und die Menschheit nicht darauf vorbereitet ist. Das ist das eigentliche Problem. Wir haben es mit einer verdrängten Apokalypse zu tun. Also Apokalypse ist ja eigentlich die Offenbarung Jesu Christi in diese Welt hinein. Gericht Gottes steht am Horizont. Das ist die eigentliche drängende Not der Menschheit, die aber nicht beantwortet wird, darüber nicht gesprochen wird, worüber nicht in großen Gremien wie den Vereinten Nationen diskutiert und debattiert wird, wie bereiten wir uns vor auf den Tag der Wiederkunft Christi. All das findet nicht statt. Aber das ist das drängende Problem unserer Zeit. Und ich bin froh, dass Sie sich diese Sendung anschauen, damit wir miteinander hören auf Gottes Wort. Wir lesen aus 2. Petrus 3, ab Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen, wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Von Endzeitspekulanten und Leugnern der Wiederkunft. Ich habe in meinen Unterlagen eine kleine Notiz. Mich hat jemand angerufen und er hat gesagt, bis zum Ende des Jahres 2021 wird Jesus Christus wiederkommen. Er wartet so dringend auf die Wiederkunft Jesu, dass er schon einen Termin hat. Bis Ende 2021 soll es geschehen sein. Ja, wir können ja froh sein, wenn Menschen da sind, die so intensiv auf die Wiederkunft Jesu hoffen. Eigentlich gut. Das mit dem Termin steht auf einem anderen Blatt. Der US-amerikanische Radioprediger Harold Camping hat das Weltende für den 21. Mai 2011 vorhergesagt. Nun ja, einen Tag später drehte sich
die Welt immer noch. Aber interessanterweise ist das für solche Leute gar kein Problem. Dann wird einfach ein neuer Termin präsentiert. Und auch andere haben das schon vor ihm gemacht. Johann Albrecht Bengel hat den Tag der Wiederkunft auf den 18. Juni 1836 berechnet, aber auch da kam Jesus nicht. Joseph Müller errechnete den Tag der Wiederkunft auf den 22. Oktober 1844. Und die Zeugen Jehovas haben den Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 haben dort die Wiederkunft Jesu erwartet. Jesus hat ganz klar gesagt, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das heißt, wir sollen eben nicht spekulieren darüber, wann Jesus wiederkommt, an welchem Tag er wiederkommt, zu welcher Stunde er wiederkommt. Es ist beim Vater längst beschlossen, Jesus kommt wieder. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Der genaue Tag ist für uns uninteressant. Wir sollen ihn nicht berechnen, aber Jesus kommt, wir sollen wachsam sein. Und da gibt es auch eine andere Gruppe. Diese Gruppe leugnet schlichtweg, dass Jesus überhaupt kommen wird. Und das finden wir am Anfang dieses dritten Kapitels, und das möchte ich jetzt vorlesen, ab Vers 1. Petrus schreibt, dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es vom Anfang der Schöpfung gewesen ist. Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Es ändert sich doch nichts. Die Tage sind so wie vor 100 Jahren, so wie vor 1000 Jahren. Ein Tag kommt, ein Tag geht. Es wechselt Nacht und Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert. Wo bleibt denn euer Jesus? Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? So wird gespottet. Und man lebt sein Leben in Saus und Braus und rechnet nicht mehr mit einem Tag des Gerichts. Man rechnet nicht mehr, dass Gott Rechenschaft fordern wird. Man lebt ein Leben, als ob man morgen tot ist und es dann für immer aus ist. Und viele sagen das auch so, wenn man mit ihnen spricht. Sie rechnen nicht mehr damit, dass sie sich einmal vor dem Richterstuhl Gottes verantworten müssen. Leider ist auch die historisch-kritische Theologie schuld daran, dass die Menschen vergessen haben und es verloren haben, dass Gott seinen Sohn zurückschicken wird als Richter. So der Theologe Rudolf Bultmann. Er sagte, die Erwartung des mit den Wolken des Himmels wiederkommenden Menschensohnes, die können wir für erledigt halten. Er wird nicht kommen. Das sind abenteuerliche Märchen aus der Vergangenheit. Das glauben wir heute so nicht mehr. Und ein Superintendent schrieb, ich kann ungefähr 3/4 des Glaubensbekenntnisses nicht mitsprechen. Das ist für mich eine fundamentalistische Zumutung. Die Jungfrauengeburt Jesu ist eine fromme spätere Legende. Zudem ist Jesus Analphabet gewesen. Ich rechne nicht mit der Wiederkunft Jesu zum jüngsten Gericht. Die Kirche rechnet sicherlich mit allerlei, aber auf keinen Fall mit der Wiederkunft Jesu. Das ist die andere Sicht. Und Petrus hat es hier vorausgesagt. Es werden Spötter kommen
Und die werden es fragen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Es ist doch alles so wie immer. Seit Jahrtausenden hat sich nichts geändert. Und damit wird ja auch das Gericht Gottes geleugnet. Wenn wir die Wiederkunft Jesu leugnen, dann leugnen wir auch den Tag des Gerichts, an dem Gott die Bücher auftun wird und Rechenschaft fordern wird für das, was wir getan, was wir gesagt, was wir gedacht, was wir gelassen haben. Wiederkunftsleugnung ist zugleich Gerichtsleugnung und das ist eine gefährliche Sache. Ein zweites. Wir warten auf den kommenden Tag des Herrn. Noch einmal ab Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Petrus spricht es hier ganz deutlich an. Es kommt der Tag des Herrn. Es kommt der Tag Gottes. Es wird Gericht gehalten werden. Es wird hier ganz klar angekündigt. Und damit gibt Petrus das weiter, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Nämlich, dass er wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit. So finden wir es im Matthäusevangelium Kapitel 24. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus wird wiederkommen. Und wenn Sie vielleicht demnächst mal draußen unterwegs sind und Sie schauen in den Himmel, dann denken Sie daran, was in der Bibel steht. Und rechnen Sie fest damit, dass dieser Himmel eines Tages sich öffnen wird. Dieser Himmel, der seit Jahrtausenden der gleiche Himmel gewesen ist, wird sich öffnen. Und die Ewigkeit Gottes wird in unsere Zeit, in unsere Raumzeitsituation hineinbrechen. Jesus Christus wird mit Macht und Herrlichkeit sichtbar wiederkommen. Alle Völker der Erde werden es sehen, wenn Jesus kommt. Und das ist kein frommes Märchen. Das ist keine Legende, sondern das ist Tatsache. Jesus hat es angekündigt und er wird das erfüllen, was er sagt. Dieser Tag wird plötzlich über die Menschen kommen. So lesen wir es hier in Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Diebe kommen immer unangemeldet. Man weiß nicht genau, wann sie kommen. Ich habe das einmal erlebt, dass ich nachts geschlafen habe. Und dann bin ich auf einmal von einem Geräusch geweckt worden und ich habe gemerkt, das Geräusch kommt von draußen. Ich habe das Fenster aufgemacht und dann sah ich an einem anderen Fenster jemanden, der versuchte, die Rollläden hochzustemmen und einzubrechen. Dabei hat er so viel Lärm gemacht, dass ich ihn gehört habe. Ich habe laut geschrien und der Dieb ergriff die Flucht. Ein Dieb kommt in der Nacht unerwartet. Und so sagt Jesus, wird auch sein Kommen sein. So wird auch das kommende Gericht auf einmal plötzlich über die Menschheit hineinbrechen. Aber Jesus hat es ja auch angekündigt, sodass wir uns darauf vorbereiten können. Und darum geht es. Wir sollen uns auf den Tag seines Kommens, auf den Tag des Gerichtes vorbereiten. Hier heißt es
in Vers 7, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Wir müssen das hier mit allem Ernst hören. Es gibt einen Tag, an dem ein Verdammungsurteil gesprochen wird über ein gottloses Leben. Wenn wir ohne Gott gelebt haben, wenn wir unser Leben nur um Essen und Trinken und das Diesseits um uns selbst, um unsere Bequemlichkeit und unseren Luxus und meinen Urlaub und mein Leben und meine Vorteile und mein Einkommen, wenn sich das alles nur um das Diesseits gedreht hat und Gott in unserem Leben keine Rolle gespielt hat, dann müssen wir mit einem Verdammungsurteil Gottes über unser Leben rechnen. Es wird immer wieder gesagt, das Evangelium ist doch eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. Ja, das Evangelium ist eine Frohbotschaft. Aber wer das Evangelium genau studiert, wird feststellen, es ist auch eine Drohbotschaft. Denn es droht dem, der nicht Buße tut. Es droht dem, der nicht umkehrt zu Jesus Christus. Es droht dem, der einfach sein Leben ohne Gott gestaltet und die Frage nach Gott einfach gar nicht an sich herankommen lässt. Für den ist das Evangelium tatsächlich auch eine Drohbotschaft. Wir müssen mal hören, was Jesus eigentlich wirklich sagt. Matthäus 25, Vers 41. Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Das sagt Jesus zu denen, die ihn nicht kennen, die seinen Namen nicht angerufen haben, die ihm nicht glauben. Er sagt, geht weg von mir, ich kenne euch nicht, geht hinein in das ewige Feuer, ich werde euch nicht in den Himmel lassen. Das ist nicht der sanfte, gutmütige Jesus, wie er vielen so erscheint. Jesus kann auch ein harter Richter sein. Oder wir lesen in 2. Thessalonicher 1, die Verse 7 bis 9. Wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus, die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Die Bibel ist ganz klar. Jesus ist ganz klar. Es gibt einen Himmel. Es gibt aber auch eine Hölle. Es gibt eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Es gibt aber auch eine ewige Trennung von Gott. Es gibt ein herrliches Glück in Gottes Gegenwart für alle Ewigkeit. Es gibt aber auch das schreckliche Unglück der Gottesferne in alle Ewigkeit. Das nennt die Bibel die Hölle. Offenbarung 21. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Ja, es gibt eine Verdammnis. Es gibt einen ewigen Tod. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auf den Tag der Wiederkunft Jesu vorbereiten. Wie können wir das tun? Wir haben die Antwort hier im Text. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann
zur Buße finde. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Noch sind wir da. Jesus ist noch nicht zum Gerichtstag gekommen. Das heißt, Sie haben jetzt noch die Gelegenheit, zu Jesus Christus umzukehren. Buße heißt nichts anderes, mein eigenes altes, gottloses Leben verlassen und mich hinflüchten zu Jesus und sagen, Jesus sei du ab jetzt mein Herr, der für meine Sünde in den Tod gegangen ist, der für mich auferstanden ist von den Toten. Ich hänge mich im Glauben an dich, mit dir will ich leben, von nun an und bis in alle Ewigkeit. Und wenn wir das getan haben, dann brauchen wir den kommenden Gerichtstag nicht zu fürchten. Dann ist es ein Tag der Freude, dann ist es ein Tag des Glücks, dann ist es ein Tag ewiger Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Dann können wir uns freuen, Jesus kommt wieder. Ich freue mich auf diesen Tag. Und so heißt es ja hier dann auch zum Abschluss, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Jesus kommt wieder. Bereiten Sie sich darauf vor. Kehren Sie um zu Jesus. Leben Sie Ihr Leben mit Jesus. Und dann dürfen auch Sie sich freuen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo wir in ewiger Gemeinschaft und in ewigem Glück mit Gott zusammenleben werden. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Gottes Segen Ihnen und auf Wiedersehen.